Willkommen zu diesem Video. Hannes Knechtges von Werde Musiker hier. Schön, dass du hier bist. Heute beschäftige ich mich mit der Frage, ist es normal, dass meine Finger so wehtun? Das ist eine Frage, die sehr häufig kommt, gerade von Leuten, die gerade erst losgelegt haben. Und ich finde das häufig in meinen Kommentaren oder bekomme E-Mails, Nachrichten, die sagen, ist es normal, dass meine Finger sich vielleicht sogar taub anfühlen, dass sie wehtun, dass sich da so Rillen bilden und überhaupt, das fühlt sich alles ziemlich unnatürlich und schmerzhaft an. An dieser Stelle möchte ich auf diese Fragen hier alle eingehen und ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie sich das Ganze verbessern wird. Das verspreche ich jetzt schon mal an dieser Stelle. So, legen wir jetzt los. Schmerzen in den Fingern oder Fingerkuppen können unterschiedlichste Ursachen haben. Es hängt natürlich erstmal auch damit zusammen, was für eine Gitarre spielst du da? Damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt, spielst du eine akustische oder eine elektrische Gitarre, weil die beiden Gitarrenarten bringen schon mal unterschiedliche Spielgefühle mit sich. Auf einer klassischen Gitarre, die zum Teil Nylonsaiten hat, ist das Ganze natürlich deutlich weicher und im Vergleich zu einer E-Gitarre oder einer Western-Gitarre, die Stahlsaiten hat, zu 100%. Da fühlt sich das schon mal anders an. Du hast auf der Western-Gitarre und der E-Gitarre etwas mehr Widerstand durch die etwas härteren und fetteren Saiten, die du da greifen musst. Dafür hat die klassische Gitarre andere Herausforderungen. Also man kann nicht sagen, dass die eine oder die andere Gitarre per se leichter zu spielen ist oder zu weniger Problemen am Anfang führt. Die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Aber es kann eben schon mal sein, dass du eine Gitarre auch hast, die nicht besonders gut eingestellt ist. Was kannst du da jetzt machen? Das kann zum einen bedeuten, dass der Abstand zwischen Saite und Griffbrett bzw. zwischen Saiten und den Bünden sehr hoch ist. Du hast die Gitarre vielleicht vom Dachboden gekramt und stellst dann fest, ja, ich habe die jetzt irgendwie gestimmt im Stimmgerät, irgendwie bin froh, dass ich das hingekriegt habe. Und du hast aber einen sehr großen Weg zurückzulegen von der Saite, bis sie denn dann auf die Bünde trifft. Du musst sehr viel Druck aufbauen. Und das kann ein Problem sein. Da kann ich nur empfehlen, jemanden, der davon Ahnung hat, mal drüber schauen lassen. Wenn das ein sehr großer Abstand ist und du da wirklich schon mit dem kleinen Finger so zwischen Saite und Gitarrengriffbrett kommst, ohne dass du die Saite berührst oder das Griffbrett, dann ist der Abstand zu groß. Das kann ein Grund sein. Dann auf jeden Fall zum Fachgeschäft gehen, zum Gitarrenladen, einfach mal gucken, ob das das Problem sein könnte. Ich möchte jetzt aber hier niemanden verunsichern und sagen, wir müssen alle unsere Gitarre jetzt einstellen und so weiter und so fort. Nein, am Anfang können die Finger auch wehtun, weil du einfach zu fest drückst. Du kannst davon ausgehen, dass du insbesondere am Anfang viel mehr Druck aufbaust, als du eigentlich benötigst, um einen Ton aus der Gitarre rauszuholen. Und da sind wir jetzt wieder bei ein paar Punkten, die wir dabei beachten müssen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel den C-Dur-Akkord nehmen und du sagst, ey, ich bin froh, ich habe das Ding jetzt hier mal hingekriegt. Ich lasse das nie wieder los, weil wenn ich jetzt einmal da weggehe, dann kriege ich den nie wieder hin. Und geschweige denn einen Akkordwechsel. Und du merkst schon, während du da diesen Griff aufbaust, du hast unglaublichen Druck hier auf deinen Fingern mit deinen Fingern aufgebaut. Und du solltest mal probieren, wie kannst du ökonomischer greifen. Das kannst du jetzt auf unterschiedlichste Arten erstmal checken. Guck dir jetzt mal meinen C-Dur-Akkord an. Den kann ich hier greifen. Kurz vor den Bünden, ja, ich bin hier mit dem Ringfinger, kurz vor diesem dritten Bundstäbchen, nenne ich das gern, mit dem Mittelfinger kurz vor dem zweiten, hier im zweiten Bund, vor dem zweiten, kurz davor, nicht drauf, sondern kurz davor, und dem Zeigefinger kurz vor dem ersten Bund. Wenn ich jetzt mal den Druck hier, den ich gerade oder generell aufbaue, nochmal anwende und spiele, sind alle Töne da. Idealfall auch stimmt. So, wenn ich das Ganze jetzt aber zum Beispiel hier greife, guck mal, wo meine Hand hinwandert. Ja, du sagst doch, ey, ich bin doch im ersten, zweiten und dritten Bund. Wo ist das Problem? Ist der gleiche Druck und der Akkord klingt richtig rotzig, räudig, einfach nicht geil. Die Töne sind nicht da, der ist so gerade noch da, aber schon hier der Ton auf der D-Seite. Und hier der Ton im ersten Bund. Ich muss viel mehr Druck aufbauen, um überhaupt den Akkord rauszukriegen. Das ist jetzt gerade für mich auch sehr unangenehm. Das heißt, immer möglichst nah
an den Bünden greifen. Da musst du deutlich weniger Druck aufbauen. Und das führt im Umkehrschluss natürlich dann zu viel weniger Schmerzen in den Fingern und zu weniger Anstrengung. Du kannst dann, wenn du merkst, ich bin in der Nähe der Bünde, okay, was kann ich an meiner Haltung beobachten? Bin ich hier schön rausgekommen sozusagen? Kann ich schön steil greifen? Habe ich den Daumen hier hinten zum Kontern oder sitzt der irgendwo hier? Das ist nie gut, da musst du nämlich auch richtig übertrieben viel Druck aufbauen. Ja, der Daumen sollte dahinter sein, das kann jetzt hier sein, das kann aber auch hier sein. Da musst du ein bisschen für dich experimentieren, hängt auch von der Handgröße ab. Wir spielen hier auch keine klassische Gitarre jetzt in diesem Video, ne? Also klassische Musik wirklich, Bach oder so etwas, sondern das sind typische Griffmuster und Grifftechniken, wie ich sie für Popmusik, Rockmusik anwenden würde. Also, wir haben hier diesen Griff und jetzt gucken wir mal, wie wenig Druck können wir aufbauen, bis der erste Ton stirbt. Zu wenig. Und ich merke, wow, den Ton, den ich jetzt mit dem Ringfinger spiele, der braucht gar nicht so viel Druck, wie ich dachte. Und das machst du mal mit allen Tönen durch. Da ist zu wenig, jetzt schnauz. Bisschen mehr. Leere G-Seite, da muss ich ja nichts drücken. Nur aufpassen, dass ich die Seite nicht versehentlich abdämpfe. Irgendwie durch sowas hier. Da wieder die Haltung beachten. Und dann wieder Zeigefinger gucken. Ja, zu wenig, ein bisschen mehr. Und so kann ich lernen, ganz langsam, peu à peu, wie viel Druck ich wirklich bei einem Akkord zum Beispiel brauche. Und damit kann ich auch wieder vorbeugen und gucken, dass ich meine Fingerkuppen da nicht total überbelaste oder meine Finger im Allgemeinen und meinen Daumen natürlich auch hier als Gegendruckleister, dass der nicht hier hinten wie so ein Irrer gegen den Hals drücken muss, damit wir hier Töne aus der Gitarre rauskriegen. Deswegen check mal deine Greiftechnik. Und überprüfe, wo greifst du. Dann machst du das Ganze mit Akkordwechseln erstmal trocken. Trockenübung. Zwischen C und G-Dur jetzt zum Beispiel. Achte darauf, dass jedes Mal, wenn du den Akkord neu greifst, du wirklich sauber greifst. Du bist in der Nähe der Bundstäbchen, nicht irgendwo hier unten. Nein. Da. Kurz vor den Bünden solltest du den Akkord greifen. Und das kann einer der Hauptgründe sein. Gleichzeitig baust du vielleicht generell zu viel Druck auf, weil du es noch nicht gewohnt bist. Mach zwischendurch auch gerne mal so ein paar Aufwärmübungen. Schüttel deine Hand auch mal aus, entspann sie, gib dir mal kurz Zeit zum Atmen. Anfänger sehe ich häufig dann hier so 5 Minuten am Stück an einem Griff rumwerkeln und irgendwann sind die fast schon so am Zittern, weil sie die 5 Minuten lang den Druck da aufgebaut haben. So spielt man nicht Gitarre. Also wenn ich einen Song spiele, habe ich auch immer Akkordwechsel und habe dadurch ganz kurzzeitig auch immer wieder eine Pause für meine Hand. Und überfordere dich da nicht selber so und sei so super hart zu dir selber. Gib der Gitarre eine Chance, indem du sie ein wenig weniger hart drückst. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps hier ein bisschen helfen. Wenn du noch mehr Bock auf Tipps und Tricks hast und überhaupt richtig mit der Gitarre durchstarten willst, schau mal in der Videobeschreibung. Da findest du meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Kommt direkt zu dir nach Hause geflogen. Viele coole Lektionen zum Thema Gitarre lernen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Hannes Knechtges von Werde Musiker. Mach's gut. Ciao.